Ja, heute möchte ich mit euch über die Verschärfungen beim Bargeld sprechen. Weitere Verschärfungen sind geplant und welche das sind, wer sie ja verschärfen möchte und wer was dagegen hat, denn das Thema Bargeld geht ja jeden von uns an. Wir sind ja meistens im Besitz von Bargeld, wir wollen es ausgeben, wir wollen es im Umlauf halten. Und ja, wenn das Thema dein Thema ist, sichere und gewinnbringende Geldanlage dein Thema ist, Erfolg und Unternehmertum, dann schau dir das Video unbedingt bis zum Ende an. Es lohnt sich. Bis gleich, dein Marco Reus. Ja, einmal mehr wird unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung und der Geldwäsche vom BaFin, also gewünscht oder ja, kürzlich debattiert, dass die Bestimmungen zur ja, Verwendung von Bargeld weiterhin eingeschränkt werden sollen, also oder noch mehr beschränkt werden sollen. Ja, die BaFin will praktisch, dass die Banken genau zuhören, künftig bei Bargeldtransaktionen mit Bestandskunden, also ab 10.000 Euro, die Herkunft des Geldes prüfen. Hochinteressant, ja, und bei Gelegenheitskunden ab 2.500 Euro Bargeldeinzahlung soll die Herkunft des Geldes geprüft werden. Also in einem Land wie Deutschland, in dem die Verwendung von Bargeld oder der Besitz, müssen wir sagen, ja, der Besitz von Bargeld dann schon fast strafbar macht ab einer bestimmten Größenordnung, weil darum geht es ja, also Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung, das finde ich krank. Ja, aber das zeigt einmal mehr, wohin die Reise ja gehen soll mit unserem Bargeld. Das ist ja auch nichts Neues. Wir haben ja kürzlich auch das Video gemacht. Ich blende es hier nochmal ein. Das Verfallsdatum deines Geldes, also das Geld hat ein Verfallsdatum. Auch das, was hier alles geprüft wird in Zwischenzeit oder was getestet wird, also Digitalwährungen mit Haltbarkeit und so weiter. Wie gesagt, der ein oder andere hat das Video belächelt. Ja, kamen auch ein paar Kommentare wie, ja, ist egal. Aber wie gesagt, man sieht ja ganz einfach, was da Plan ist. Also es soll im Endeffekt das Bargeld langfristig natürlich abgeschafft werden. Es wird immer mehr in die Richtung getrieben, immer unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung und der Geldwäsche. Ja, die bösen deutschen Bargeldbesitzer, wenn du mehr als 10.000 Euro zu Hause hast, möchtest die irgendwann auf dein Konto einzahlen, dann kannst du das Geld vielleicht gar nicht mehr im großen Stil in den Bankenkreislauf bringen, weil du den Nachweis nicht erbringen kannst. Also man muss sich das einfach mal ein Stück weit auf der Zunge zergehen lassen. Es wird kritisiert von den Sparkassen und den Genossenschaftsbanken. Ja, die sagen natürlich, das müsste eigentlich Aufgabe des Staates sein, diese Prüfung vorzunehmen, ob das legales Geld ist oder nicht. Es wird jetzt auf die eine Branche ausgelagert, was völlig unmöglich ist. Also wie sollen Bankmitarbeiter mit irgendwelchen Dokumenten den Nachweis erbringen können oder als erbracht ansehen, dass das Geld legal verdient wurde. Also hoch, hoch spannendes Thema. Also wir haben für unsere vermögenden Privatkunden und Geschäftskunden eine Möglichkeit geschaffen. Darüber wollen wir im nächsten Video sprechen. Also wie man sein Geld ja, aus dem ein Stück weit, also ja, eigentlich komplett aus der Haftung des Bankensystems entzieht, trotzdem wunderbar anlegen kann, also auch mit einer sauberen Rendite trotzdem noch anlegen kann, wie man damit Verwahrentgelte spart, wie man damit auch Negativzinsen spart. Und wir haben hier zahlreiche Mandanten, die das für sich nutzen. Denn es ist ja wichtig, ja, mit einem Drei-Konten-Modell zu arbeiten. Also jeder von uns braucht kurzfristiges Geld. Also für kurzfristige Investitionen, wenn du Unternehmer bist, musst du deine Löhne bezahlen monatlich. Ja, du hast vielleicht Steuerrücklagen zu bilden, um nur einige zu nennen. Mittelfristiges Geld wird benötigt, ja, für Investitionen, die jetzt schon vielleicht in 1 oder 2 Jahren klar sind, wo man also da keine schwankenden Assets bedienen kann. Und nicht zuletzt gut die langfristigen Anlagen, die haben wir hier an der Stelle auf dem Kanal ausreichend beleuchtet, wie das funktioniert, wie man das sicher und gewinnbringend tun kann. Also im nächsten Video werden wir darauf mal eingehen, wie du das umgehen kannst. Also das kannst du dir auch ganz einfach selbst bauen, so ein Konstrukt. Wie gesagt, wir bieten es für unsere ja, vermögenden Kunden, Mandanten kostenfrei an, dieses Konto. Wie gesagt, und da zeigen wir dir einfach mal, wie du das für dich selbst umsetzen kannst. Es ist einfach eine Möglichkeit. Wie gesagt, unserer Meinung nach eine der sichersten Möglichkeiten, denn wie gesagt, ich habe in manchen Videos oder in vielen Videos auch schon erwähnt, dass ich das, wovor viele Menschen sich ja auch fürchten gerade,
schon selbst mit meinem eigenen Geld erlebt habe. Ich habe einen Handelsstopp an der Börse erlebt. Das war 2001, 11. September, US-Börse, 6 Tage Handelsstopp. Ich habe schon Bankenpleiten erlebt von Investmenthäusern. Und da fehlt nichts. Ja, das muss man einfach wissen. Wie kann man das jetzt nutzen, um sein Bargeld jetzt ins Banksystem noch zu bringen, bevor dieses Gesetz greift? Wie gesagt, darüber wollen wir reden. Bargeld geht jeden von uns an. Ja, jeden deutschen Bundesbürger hat mit Bargeld nie ein Problem gehabt. Ja, also der Besitz von Bargeld, das auszugeben, das aufs Bankensystem einzuzahlen, war nie ein Problem. Es wird aber seit Jahren immer mehr zum Problem. Es ist zum Problem geworden und soll jetzt weiterhin verschärft werden. Ist diese Regelung erstmal durch, dann wird es auch immer leichter, diese Grenzen zu verschieben. Also es soll ab 10.000 Euro jetzt gelten für Kunden mit einer langjährigen Geschäftsbeziehung. Dann kann ich irgendwann sagen, okay, wir machen das auf 2.000. Das kennen wir ja aus dem anonymen Goldkauf auch. Ja, da war es vor 2, 3 Jahren, konnte man noch für 15.000 Euro anonym Gold und Silber kaufen mit Tafelgeschäften. Das geht jetzt heute nur noch bis 2.000. Also man kann das dann beliebig verschieben bis irgendwann auf null. Dann wird sich die Frage stellen, wie bekommst du dann das Geld überhaupt noch in den Kreislauf gebracht, in den Bankenkreislauf. Und wo die Reise hier hingehen soll, hier nochmal das Video, das Verfallsdatum deines Geldes. Wie gesagt, also wenn du das für unmöglich hielst oder hältst, dass es so weit kommen kann, dann okay, das ist dann deine Meinung. Meine Meinung ist es ganz einfach, dass wir hier in den nächsten Jahren massive Veränderungen erleben werden rund um das Thema Bargeld. Es wird immer mehr in Richtung Digitalwährungen gehen. Wie das aussehen wird, weiß natürlich keiner, aber es ist sogar im Test, dass es also auch mit Verfallbarkeit des Geldes gearbeitet werden soll. Wie gesagt, was letztendlich dann auf uns zukommt, ja, das weiß keiner. Es besteht für viele die Möglichkeit des Auswanderns. Ja. Das ist also auch in aller Munde. Viele Menschen machen sich auch darüber Gedanken. Wenn du das aber nicht vorhast, ja, wenn du in Deutschland bleiben willst und dir Gedanken über dein Bargeld machen willst oder über Geld generell, über sichere und gewinnbringende Geldanlage, dann solltest du diesen Kanal abonnieren. Du solltest dem Video vielleicht auch einen Daumen hoch geben, aber nur, wenn es dir gefallen hat natürlich. Du solltest es mit Freunden und Bekannten teilen, denn das Thema geht definitiv jeden was an. Und nicht zuletzt die Glocke aktivieren, dann verpasst du kein Video. Vor allem auch nicht das nächste, wo wir dir eine Möglichkeit mal zeigen wollen, wie du auch diese kurzfristigen Mittel sicher und gewinnbringend angelegt bekommst. Also raus aus der Haftung des Bankensystems. Und ja, also freu dich drauf, wenn das dein Thema ist, dann verpasst das Video nicht das nächste. Und ja, das soll es bis hierhin gewesen sein. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal, dein Marco Reus.